Hallo und willkommen zu Lone Star. Wir spielen Elex 2. Wir sind gerade bei den Alps. Ja, wir haben gerade eine Mission angenommen. Fox war auch dafür. Wir gucken uns hier einfach noch ein bisschen um, während Cora hier noch ein bisschen pennt. Wer ist denn der Kollege hier? Jetzt nicht. Ja, den fällt immer nicht viel ein. Wissenschaftler. Labortisch. Forschungsprotokoll. Das einer sieht. Subjekt 32, Tag 8. Elex-Zufuhr wurde eingestellt. Subjekt 32 weist einen dauerhaften nervösen Zustand auf und beginnt damit, sich selbst zu verletzen. Tag 9. Alle 10 Stunden werden wieder geringe Mengen dunkles Elex injiziert, um es ruhig zu halten. Keine oder eine zu hohe Dosierung könnte zu unkontrollierbaren Angriffen oder Selbstzerstörung führen. Tag 11. Durch die Verabreichung einer zu hohen Dosis geriet das Subjekt außer Kontrolle. Es griff eine unserer Assistenten an. Fixierung unmöglich. Subjekt musste liquidiert werden. Ja, das klingt nicht gut. Na, da haben wir aber Glück gehabt, dass er das nicht gesehen hat. Gibt's da was? Nee. Wie liegt denn der da? Sollen wir den mal wecken? Was möchtest du von mir, Mensch? Wer bist du? Ich wüsste nicht, was dich das angeht, aber bitte. Ich heiße Askill. Ich bin Wissenschaftler und habe unsere Lagerbestände im Auge. Ich habe nichts geklaut. Wissenschaftler und Lagermeister. Klingt nach einer komischen Kombination. Was weißt du schon, Mensch? Die Lageraufsicht ist eine äußerst diffizile Angelegenheit. Es gibt sehr viel zu beachten dabei. Wie viel Ware geht rein? Wie viel geht raus? Wem steht was zu? Wer bekommt welche Rüstung oder Waffe? All das muss genauestens festgehalten, dokumentiert und protokolliert werden. Nur so kann optimale Effizienz gewahrt bleiben. Du hast Waffen und Rüstungen erwähnt. Kann ich dir welche abkaufen? Nein, natürlich nicht. Unsere Ausrüstung ist äußerst strikt durchgeplant. Ausschließlich Alps haben Zugriff auf unser Lager. Und selbst da gibt es noch Unterschiede, je nachdem, welchen Rang sie bekleiden. Und jetzt lass mich in Ruhe damit. Ich habe noch eine Effizienzprognose zu berechnen. Ja klar, war vorher beim Pennen und jetzt legt es sich wieder hin. Und erklärt mir hier irgendwas von Effizienz berechnen. Eieiei, wenn ich das deinen Vorgesetzten melde, dann bist du erledigt. Geh mal wieder raus. Ah. So. Gucken wir mal da hinten, was da los ist. Oh, hier haben sie irgendwelche Experimente gemacht. Traurige Aufzeichnung. Ich habe keine Ahnung, welchen Tag wir heute haben. Um mich herum ist alles still geworden. Ich zittere am ganzen Körper. Sie sprechen mich nur mit der Bezeichnung Subjekt 42 an. Hier geht irgendwas vor sich. Ich kann aber nicht erklären, was es ist. An die frische Luft darf ich auch nicht. Das Einzige, was sie mir gelassen haben, ist dieses Aufnahmegerät. Überall scheint auf einmal Blut zu sein. Ist es echt?
Oder bilde ich mir es nur ein? Auf dem Boden, an der Wand, sogar unterm Tisch. Wo kommt das bloß her? Ich muss hier raus. Es fühlt sich alles so falsch an. Ja, da ist echt überall Blut. Subjekt 42 weigert sich weiterhin, mit uns zu kooperieren. Die Aufnahme der Medikamente erfolgt ab sofort über die Nahrung. Daher werden die Substanzen vor der Verabreichung in die Lebensmittel gespritzt. Die Durchführung der Versuchsreihe ist damit gewährleistet. Es wurden Auffälligkeiten in der Gestik und Mimik des Subjektes beobachtet. Starkes Schwitzen und zitternde Hände sind ebenfalls wahrzunehmen. Das Subjekt spricht kaum noch. Falls eine Unterhaltung zustande kommt, ist es schwer zu verstehen. Zusätzlich wurde festgestellt, dass es halluziniert. Nächste Phase wird eingeleitet. Die zu verabreichenden Medikamente werden erneut um das Doppelte erhöht. Die machen ja also üble Menschenversuche. Das könnt ihr euch mal in die Haare schmieren, dass ich euch unterstütze. Ja, auf den Turm könnten wir vielleicht noch einmal schauen. Aber Haare haben sie ja gar keine. Okay, dann könnt ihr es euch auf die Glatze schreiben. Organtransplantation. Spender, Kreatur der Fremden. Geschlecht, nicht definierbar. Beobachtung, unerwartet. Nach Entnahme der Organe überlebte der Spender 5 Minuten länger als erwartet. Empfänger, Subjekt 487, Mensch. Weibliche Organe des Fremden wurden umgehend implantiert. Es verschmolz direkt mit dem neuen Körper. Weitere Ergebnisse zur Transplantation lassen auf sich warten. Das ist ja total übel, was sie hier veranstalten. Memo eines Forschers. Verabreichung von dunklem Elex an Alps wurde eingestellt. Ressourcenverlust unverhältnismäßig hoch. Menschliche Probanden sind für die nächste Testreihe zu bevorzugen. Entsendung von Agent Kibor wird empfohlen. Ah, okay. Anwerbung potenzieller Testsubjekte ist das Ziel. Hinweis: Gruppierung der Kraterstadt. Das sind also die. Wie heißt es? Die Outlaws. Weist emotionale Schwachstelle auf, Gier, Umstand ausnutzen und Anwerberzahl erhöhen. Wäre voll übel. Jetzt weiß ich gar nicht, ob wir überhaupt irgendwas helfen sollen. Hier war die Schule. Kind, Makar. Guten Abend, Sir. Sind Sie wegen meiner schulischen Leistungen hier? Warum sollte ich? Ich habe Probleme, mich im Unterricht zu konzentrieren. Es ist einfach so langweilig. Darf ich Sie etwas fragen? Klar. Natürlich. Sie sind auch von draußen, oder? Kann man wohl so sagen. Ich habe Gerüchte gehört. Über die anderen. Wovon redest du? Na, Sie wissen schon. Die anderen eben. So wie Sie. Du meinst andere Menschen? Ja, genau. Menschen. Stimmt es, dass sie die rohen Kadaver toter Tiere essen? Naja. Zum Teil, ne? Also manchmal sagt man immer so ein Steak, ne? Roh. Wo hast du denn sowas her? Ach, ich weiß nicht.
hat mir einer der Kollektoren erzählt oder so. Also stimmt es nicht? Naja, nicht direkt. Normalerweise wird Fleisch erst gekocht oder gebraten. Boah, irre! Bei uns gibt es immer nur Proteinriegel oder diese komischen Pillen. Stimmt es denn, dass die Outlaws sich gegenseitig umbringen und dabei Spaß empfinden? Wir wollen ihm mal nicht Angst machen. Nein, auch die Menschen töten sich nicht zum Spaß. Ach so. Aber sie machen andere Sachen, um Spaß zu erzeugen, richtig? Ja, Computerspiele spielen. Wir hatten vor kurzem das Konzept der Freude in der Schule. Das würde ich auch gerne mal empfinden. Wissen Sie, wie man das erzeugt? Du weißt nicht, wie man Spaß hat? Nein, Sir. Das hatten wir noch nicht im Unterricht. Könnten Sie mir erklären, wie andere Kinder Spaß haben? Also die Berserkerkinder spielen mit Spielsachen, um Spaß zu haben. Spielen, Sir? Du weißt nicht, was Spielen ist? Hast du denn kein Spielzeug oder sowas? Spielzeug? Na, Spielzeug eben. So kleine Puppen oder sowas, um zu spielen. Spielzeug. Interessant. Ich werde mich mal mit diesem Thema weiter auseinandersetzen. Sie haben mir viel zu denken gegeben, Sir. Danke. Ich muss jetzt aber los. Ich komme sonst wieder mit meinen Übungen nicht hinterher. Seid doch gerade beim Schlafen. Löcher in den Bauch gefragt. Na dann. Oh, sagen wir das nochmal. Halt mich mit deinen Spielzeugforschungen auf dem Laufenden, Kleiner, ja? Mach ich, Sir. Auf Wiedersehen. Nett. Ja, ich weiß. Und wir können ihn hier gar nicht rausholen. Wird er vermutlich auch gar nicht verstehen. Die Direktive. Ja, wir können sie nicht einfach wegnehmen. Evaluierung Nachwuchs können wir auch nicht. Weil Alcea noch hier ist. Aber vielleicht geht sie ja mal. Ein Mensch. Wo kommst du denn her? Lassen wir jetzt schon jeden beliebigen Wilden hier rein. Auch schön, dich kennenzulernen. Ich bin mit dem Konzept des Sarkasmus durchaus vertraut. Aber sag mal, kenne ich dich? Du bist doch nicht etwa der Verräter. Es wundert mich nicht, dass ich so genannt werde. Du bist es tatsächlich. Sehr interessant. Fox findet es lustig. Dass du den Hybriden gestürzt hast, hat unseren Umgang mit Emotionen völlig verändert. Ich gehöre vermutlich zu den wenigen, die dich nicht dafür hassen. Meine ganze Arbeit basiert auf der Grundlage dessen, was du geschaffen hast. Woran arbeitest du? Als einzige Lehrkraft bin ich dafür verantwortlich, unseren Nachwuchs zu überwachen. Dies ist nötig, seit das Experiment gestartet wurde, sie ohne Elix aufwachsen zu lassen. Interessierst du dich für die Emotionsarbeit an unserem Nachwuchs? Ja, vielleicht könnte ich einen mitnehmen und den entführen, damit er hier wegkommt. Ja, worum geht es dabei genau? Bei Integration von Elex in einen Organismus kommt es zu biochemischen Prozessen im Gehirn, die die Emotionen entfernen. Wie genau das passiert, ist bis heute nicht ganz schlüssig. Bei unserem Nachwuchs versuchen wir, die Eigenschaften des Elex-Konsums ohne Elex zu erzeugen. Allein durch geistige Stärkungsübungen. Das ist das Primärziel meines Unterrichtes, die emotionale Stärkung unseres Nachwuchses. Erzähl mir mehr über deinen Unterricht. Was willst du wissen? Ja, was machen sie denn in der Freizeit? Gibt's vermutlich gar nicht. Was machen die Kinder in ihrer Freizeit? Da sie Emotionen haben wie gewöhnliche Menschen, nehme ich an, das, was andere Kinder auch in ihrer Freizeit tun. Lernen und sich auf den nächsten Unterricht vorbereiten. Lernen die Kinder hier nichts anderes außer Emotionskontrolle? Doch,
Ein großer Bestandteil dieser Ausbildung ist, neben der emotionalen Stärkung, die Ausbildung in biotechnischen Wissenschaften. Dabei geht es um die Verschmelzung von Lebewesen und Maschine. Unsere Mutanten sind das beste Beispiel für diese Art der Wissenschaft. Okay, Mutanten? Ich sehe hier gar keine Mutanten. Das liegt daran, dass wir sie anscheinend nicht mehr unter Kontrolle haben. Angeblich. Es soll wohl noch Elexitoren geben, die Mutanten kontrollieren können, aber ich weiß nicht, ob ich das glauben kann. Alles, was ich weiß, ist, dass unsere Patrouillen regelmäßig von ihnen angegriffen werden. Und seit das so ist, fehlen mir leider auch Anschauungsobjekte für meine Schüler. Du brauchst Mutanten für den Unterricht? Ja. Da kommt mir eine Idee. Man sagt über dich, du seist ein guter Soldat. Ich würde dich gerne als Lieferanten anstellen. Lieferant für Mutanten, oder wie? Korrekt. Du könntest mir Mutantenteile liefern. Selbstverständlich würde ich dich mit einer Bezahlung emotional motivieren. Also, was hältst du davon? Naja, warum nicht? Ab wann bekommen die Kinder Elex? Da dies unsere erste Gruppe an Nachwuchs ist, die sich diesem Experiment unterzieht, wissen wir das noch nicht genau. Emotionale Entwicklung ist nichts, was sich planen lässt. Wir werden sehen, wenn sie soweit sind. Ich besorge dir Mutanten für deinen Unterricht. Gut, fangen wir mit etwas Leichtem an. Ich habe mit meinen Schülern letzte Woche einige Köder ausgelegt, um Rottmolche anzulocken. Lernmaterial. Rottmolche? Diese rattenartigen Mutanten? Genau die. Die von uns ausgelegten Köder haben wir vorher im Unterricht mit einem Kontrastmittel versehen, das ihre Innereien zum Leuchten bringt. Diese müssten jetzt geerntet werden, damit ich meinen Schülern zeigen kann, wie das Innenleben der Mutanten konstruiert wurde. Fragen dazu? Ja, wo denn? Wegen der Mutanten. Wo finde ich die Rottmolche? Raus aus dem Südtor. Vor dem Tor hältst du dich leicht rechts. Dort ist ein altes Haus. Da habe ich zusammen mit meinen Schülern die Köder ausgelegt. Das haben wir schon gesehen. Sie sollten inzwischen lange genug dort liegen, um ein paar Rottmolche angelockt zu haben. Wenn du mir 6 Stück bringst, wäre das wohl ausreichend. War es eine Sammelquest? Kannst du dir vorstellen, auch mich zu unterrichten? Ich hätte dich ungern zwischen meinen Schülern, aber gegen eine Privatlektion spricht im Grunde nichts. Die einzige Bedingung, die ich stelle, ist, dass du auch weiterhin deinen Wissensdurst aufrecht hältst. Das lässt sich einrichten. Ausgezeichnet. Wir können beginnen, sobald du dich bereit dafür fühlst. Was kann sie einem denn beibringen? Bring mir etwas bei. Fangen wir an. Da sind wir nicht intelligent genug. Auch nicht. Vielleicht sollten wir das mal steigern, Intelligenz. 10 Attributspunkte, da bin ich jetzt nicht so der Fan von. Ach, wir haben eh keinen Attributspunkt. Hat sich das erstmal erledigt? Nicht schlecht. Ja, Fox gefällt es sogar noch. Aber wir müssen auf jeden Fall die Berichte, die hier rumliegen, mal einkassieren bei Gelegenheit, wenn sie nicht da ist. Müssen wir vielleicht mal am Tag schauen, wenn sie hier nachts arbeitet. Dieser Lagerraum ist Eigentum der Alps von Ignadon. Unbefugten ist der Zutritt streng untersagt. Du machst keine Gefangenen, oder? Wenn es um den Erhalt meiner Gemeinschaft geht, gibt es nur eine Direktive. Und du hast ganz eindeutig dagegen verstoßen.
Geht klar, Chef. Okay, entspannen wir uns mal. Was tust du hier eigentlich? Ich bin Nyra. Ich habe die Aufsicht über unsere Bestände der Akkumulatoren. Verstehe. Du bist hier der Wachdienst? Wachdienst? Nein, das ist nicht ganz das, was ich hier tue. Moment mal, kenne ich dich nicht irgendwoher? Ja, allerdings. Wir hatten schon einmal das Vergnügen im Relikt der Kuppelstadt von Avessa. Ich war damals mit Abstand die beste Technikerin in dieser Siedlung der Kleriker, wenn du dich erinnerst. Damals gehörte ich noch zu den Separatisten. Doch das ist lange her und heute herrschen andere Regeln. Ah, das habe ich gemerkt. Wie kamst du hierher? Ich hatte damals als Separatistin meine Heimat verloren. Keine einfachen Zeiten für mich. Wie du weißt, habe ich für die Kleriker der Kuppelstadt als Technikerin gearbeitet und mich dafür bezahlen lassen. Ich habe getan, was ich musste, um zu überleben, auch wenn ich dabei oft gegen meine Überzeugung gehandelt habe. Diese Zeiten sind vorbei. Ja. Mit ein bisschen Elex ist allem alles egal. Du bist sehr impulsiv für jemanden, der bei den Alps groß geworden ist. Ich gehöre wieder zu den Alps mit allen Konsequenzen. Mit ein, zwei Schlägen auf die Köpfe derer, die nicht so funktionieren, wie du es gerne hättest? Du weißt es besser als jeder andere hier, was der Entzug unseres Elex bewirken kann. Der innere Kampf gegen extreme Emotionen macht uns zuweilen schon mal schwer zu schaffen. Ich könnte dir mit einem Kopfschuss aushelfen. Das ist wahr. Naja. Hat sie sich entschuldigt? Schon okay. Ich nehme die Entschuldigung an. Es muss ein Leben ohne das Elex geben. Nur so können wir unserer Sinne wieder Herr werden. Daher versuche ich, so oft ich es kann, unser Elex wieder abzusetzen. Solange ich dabei nicht in der Nähe bin? Du scheinst mich gut zu kennen. Es ist lange her, aber du warst früher einmal viele Jahre ein sehr hohes Tier am Hofe des Eispalastes, Jax. Soweit ich mich erinnere, warst du sogar dem Hybriden direkt unterstellt, nicht wahr? Also aus dem ersten Teil. Das war der Hybride in der Mitte. Ein ziemlich dunkles Kapitel meiner Karriere. Ich hatte dich damals in der Kuppelstadt von Abessa aber trotzdem nicht erkannt. Ein weiterer Beweis, dass unser blaues Elex unsere Sinne vernebelt, ohne dass wir es merken. Ja, dann schauen wir doch mal, ob wir sie rekrutieren können. Es gibt eine neue Gemeinschaft in Caracas. Sie nennt sich selbst die Sechste Macht. Diese Menschen versammeln sich in der alten Bastion, um gegen die fremden Eindringlinge zu kämpfen. Warum erzählst du mir das? Du wärst ein passender Kandidat für eine Waffengefährtin. Wenn du deine Stimmungsschwankungen im Griff hast, versteht sich. Aha. Und woher willst du wissen, dass ich nicht mit den fremden Eindringlingen sympathisiere? Ich schätze dich nicht so ein, dass du die Kontrolle über deine Existenz gänzlich aus der Hand geben würdest. Deine Expertise und Kampfkraft wäre für die Sechste Macht und auch für mich unentbehrlich. Mag sein. Vielleicht hast du ja sogar recht. Ein gewisser Reiz steckt in deinem Angebot, muss ich zugeben. Also, ich wäre der Sache an sich nicht ganz abgeneigt. Allerdings... Ja. Nicht ganz abgeneigt? Was heißt das? Du warst einmal ein Idol für uns alle. Du warst der effektivste Feldherr, den die Alps jemals hatten. Doch das ist schon lange vorbei. Du hast zusammen mit den freien Menschen einen Krieg gegen uns geführt. Ich habe auf eigene Rechnung gehandelt, das ist wahr. Doch ich hatte keine andere Wahl. Die Hybridmaschine hätte die Alps ins Verderben gestürzt. Sich auf die Versprechungen des Hybriden zu verlassen, war ein großer Fehler. Doch wenn alles nach Plan und der Direktive gelaufen wäre... Dann hätte die Hybridmaschine über kurz oder lang trotzdem alle Lebewesen Magalans in die Konverter gesteckt, um ihnen das blaue Elex zu entreißen.
Du als Separatistin hast damals für die alten Werte der Alps und gegen die Hybriden gekämpft. Du solltest es besser wissen, Nyra. Niemand hätte das überlebt. Auch nicht die Alps. Meine Intervention und die der freien Menschen, die damals hinter mir standen, war mehr als notwendig, um das Schlimmste zu verhindern. Das aus deinem Mund zu hören, ist schon sehr befremdlich. Aber wer weiß. Vielleicht hast du recht. Vielleicht aber auch nicht. Wie ich schon sagte, diese Zeiten sind schon lange vorbei. Mission hilfreiche Technikerin. Vielleicht müssen wir sie doch noch irgendwie überzeugen. Was sind deine Aufgaben hier im Depot? Im Wesentlichen bin ich dem Erhalt unserer Gemeinschaft verpflichtet. Mein Hauptinteresse liegt in der Beschaffung und Auswertung geheimer strategischer Pläne der anderen Gemeinschaften. Wir würden uns damit einen unglaublich großen Vorteil verschaffen. Wen genau meinst du, wenn du wir sagst? Die Menschen im Allgemeinen oder nur die Alps? Ist das von Belang? Nun, erst einmal nicht. Bis zu dem Punkt, an dem ein Interessenkonflikt vorliegt. Das ist irrelevant. Sag mir jetzt nicht, dass nicht auch die sechste Macht davon immens profitieren würde. Sollte der Fall eines Interessenkonflikts eintreten, gilt es, die dann vorliegende Situation neu zu bewerten. Oh, du hast dir das offenbar gut überlegt. Nein, aber ich werde es tun müssen, sollte es tatsächlich so weit kommen. Wie auch immer, du musst zugeben, dass ein Risiko besteht, dass unsere Vereinbarung nicht von langer Dauer sein könnte. Das ist doch immer die Gefahr, egal in welcher Konstellation sich unsere Einigung gerade befindet. Das klingt ja spannend. Findest du? Ich denke, das wird sich noch zeigen, ob es zu einer solchen Emotion führt. Ja, dann fangen wir doch mal. Wie genau soll das ablaufen? Ich meine die Beschaffung der geheimen strategischen Pläne der anderen Gemeinschaften. Warum hast du so ein großes Interesse daran? Nun, wenn du hier in deinem Lager versauerst, wirst du nicht wirklich irgendetwas beschaffen können. Du wirst aus dem Depot heraus müssen und draußen brauchst du Hilfe, wenn du etwas erreichen willst. So, und du bist derjenige, der das tun wird, ja? Warum nicht? Ich helfe dir und du wirst meine Waffengefährtin. Darüber sollte ich erst noch einmal nachdenken. Ich habe wenig Zeit. Gib mir eine Antwort. Ich denke darüber nach. Ja, dann fragen wir doch mal, wie wir das vielleicht beschleunigen können. Okay. Und, wie kann ich deine Entscheidung beschleunigen? Du versicherst mir, dass du nichts von mir verlangst, was meinem Volk schaden könnte? Das kann ich dir nicht versprechen. Wir befinden uns in einem Krieg, in dem es ums Überleben der Menschheit geht. Sehr allgemein gehalten. Und trotzdem ehrlich. Das verstehe ich. Na schön. Ich werde das Risiko eingehen. Dann höre, was ich plane. Das Depot wird von ein paar Outlaws in der Nähe beobachtet. Sie haben sicherlich schon einige Daten über uns gesammelt und schmieden ihre Angriffspläne auf unser Hauptquartier. Diese strategischen Pläne will ich. Ich muss herausfinden, was die Outlaws über uns wissen, damit ich uns schützen kann. Wenn du Wort hältst und mich dabei unterstützen willst, dann ist das jetzt deine Gelegenheit. Klar, warum nicht? Ich bin dabei. Zeig mir die Outlaws, die du beklauen willst. Sehr zielstrebig, wie immer. Gut, ich bin bereit. Lass uns losgehen. Was jetzt? Fox verlässt die Gruppe? What? Siehst du, da sind sie. Sie sind schon eine ganze Weile immer mal wieder hier aufgetaucht. Es ist nur ein Spätraum. Mag sein, aber ich lass mich nicht so gerne ausspionieren. Sie haben irgendwo in ihrer kleinen Lagerstätte ihre strategischen Pläne versteckt. Wir werden jetzt die Lagerstätte durchsuchen und ihre strategischen Pläne erbeuten. Was ist, wenn sie uns dabei erwischen? Es sind Outlaws. Niemand wird sie vermissen. Wir könnten ihnen die Pläne auch einfach unterm Hintern wegstehlen. Und damit die offene Auseinandersetzung vermeiden? Naja. Es ist nicht leicht, einem anderen die Kontrolle zu überlassen. Darin war ich noch nie besonders gut. Ah, mein Kopf! Diese Scheißinfektion. Wenn ich das nicht in den Griff kriege, passieren noch irgendwelche Dinge mit mir. Fein. Wie du willst.
Das überlasse ich dir. Tja, also, mit Myra... Heißt sie Myra? Die Pläne klauen. Ich fürchte aber, wir sind keine besonders guten Diebe. Mein Schleichenwert und sowas ist, glaube ich, noch nicht so doll. Wir können es aber probieren. Aber ich würde sagen, das machen wir nicht mehr heute. Machen wir an dieser Stelle lieber erstmal ein kleines Päuschen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal.